Herzlich willkommen hier auf meinem Channel, sage ich mal. Und das mal mit. Ohne Headset heute. Da muss ich mir erst ein. Und natürlich auch die PC. Ah, und geschlossen vom Spiel. Direkt was ein, ich muss den Ton leiser stellen. Ich halt.
Was auch schon. Ah ja. Einige sollten nach Überlebenden und Essen suchen, aber niemand kam zurück. Aus den Gletschern kommen Geräusche, aber ob es noch Überlebende darin gibt, weiß ich nicht. Es könnte auch nur das Eis sein. Aber ich muss zugeben, dass es wie menschliche Stimmen klingt. Vielleicht bewachen die Geister der Prophetenkrieger noch immer die eisigen Straßen. Wir werden keine Leute mehr hineinschicken. Wir müssen akzeptieren, dass der Prophet und die Stadt für uns verloren und wir jetzt allein sind. Das ging schnell. Waffen sind echt. Ja. Auch nicht schlecht.
Okay, ich hätte eh.
wird ja hoffentlich. Aus denen Erz abgebaut werden kann. Aus dem Metall schmieden wir Werkzeuge. Aber eines Tages werden wir es brauchen, Waffen zu reparieren. In Harmonie mit dem Land zu leben, bedeutet selten Harmonie mit unseren Mitmenschen. Scheiße. Satz mit X, das war wohl nichts. Bewegungen sind. Sieht das und die Lüftung ist das Nein, ich habe kaum Munition. So viel durchgemacht, aber sie kämpfen weiter. Sie sind durch einen Eid ihrer Vorfahren gebunden. Eine Pflicht aus der Vergangenheit. Aber ich sehe ein Volk, das leben möchte. Ich glaube, sie sollten die Vergangenheit loslassen. Wenn ich den Atlas finde, führt er vielleicht zur göttlichen Quelle. Wenn ich ihn hier vorbringe, müssten sie nicht mehr leiden. Sie könnten. Habe ich wenig Lust. Aber nach mir geht.
zerstören sie mit Hilfe von Das war natürlich blöd, aber wieder nicht runter. Hoch über dem Tal wanderte. Ich weiß nun, dass sie ebenso fühlt. Ich erklärte ihr, warum es nicht geschehen darf. Warum meine Stellung in unserem Volk solche Torheit ausschließt. Warum ich sie nie glücklich machen könnte. Doch all dies änderte nichts. Während ich sprach, suchten meine Arme Nähe und wir umarmten uns. Trotz all der Zeit bin ich immer noch ein Mensch. Ah ja. Da will ich. Seht ihr jemanden, der schläft? Von den Augen. Eine Zeit. Daran zu. Die meisten Verletzten sind sicher. Die Angreifer sind wieder da. Sie haben das angenommen. Wir sind ein. Karl organisiert sich der Widerstand. Wir können. Wenn Sie zurück zum Dorf gehen, seien Sie vorsichtig. Oh, hallo. Die Sowjets haben im ganzen Tal Dinge zurück. Das können wir machen. Wenn es regnet, sammeln sich die Hirsche unter den Bäumen. Wenn es sie nicht stört, nass zu werden. Ich glaube, die Einheimischen werden sich nicht widersetzen. Wir finden bestimmt noch ein paar Nachrichten. Ihr Leben erwischt.
Kapitän will Ihnen ein paar Fragen stellen. Den Rest der Kathedrale fest. Was gesehen? Oh, das muss sein. Ich hatte gehofft, die ziehen Streichhölzer für den Job. Wie lange sind Sie schon dabei? Ein paar Monate, aber das ist ein richtiger Einsatz. Ich war schon nicht mehr an der Front. Man rostet ein. Du? Ich arbeite jetzt ungefähr ein Jahr. Das sagen, aber irgendjemand anders ist der große Drahtzieher. Jemand mit viel Geld und Einfluss. Ich habe die Möglichkeiten eingegrenzt, aber irgendwie fällt es mir schwer zu glauben, dass jemand im Vatikan eine private Armee unterhält.
Aber alle Wege führen nach Rom. Glaub mir, selbst ich finde das verrückt. Aber die Leute müssen das wissen. Wenn ich dafür sterbe, stehe ich wenigstens auf der richtigen Seite. Und Konstantin, ich weiß, dass Sie das hier vermutlich lesen. Sie können mich verschwinden lassen, aber Sie werden nicht gewinnen. Und falls ich Ihnen das nie ins Gesicht sagen kann, Sie sind komplett wahnsinnig. War jemand heute? Fuck.
glaube, da draußen ist... Schwierige Situation ist schwierig. Ich weiß nicht, wie ich die schaffen soll. Ich weiß es echt nicht. Durchsuch das Gebiet.
tagespassable Jäger. Aber jetzt beginnen wir damit, die Spreu vom Weizen zu trennen. Solange es hell ist, jagen wir heute Hirsche. Ihr Fleisch, das Fell, Geweihe und sogar die Knochen erhalten uns alle am Leben. Respektiert das Wild, denn es ist Gott ebenso nah wie wir. Findet Wild an ihren Ruheorten, wo das Gras plattgedrückt ist, oder bei Beerenbüschen, wo sie fressen. Tötet schnell, damit es keine Angst oder Schmerzen spürt. Denkt daran, ich bewerte euch. Und wer mir einen Hirsch bringt, wird am besten bewertet. Ich konnte nicht anders. Verbliebene waren nicht genug. Ich brauchte irgendwie mehr. Fensterlosen Raum gebracht. Dachte, ich wäre tot. Dann war Konstantin da. Nahm meinen Kopf in seine Hände. Und lächelte. Sagte, er verstehe mich. Dass er mal war wie ich. Ich habe gesündigt. Vergebung geben könne. Ich war ein stumpfes Werkzeug, ungezügelt. Er sagte, ich könne erlöst werden. Dass ich eine Gabe habe, die man nur formen müsse. Trinity könne mich zur Klinge schmieden, mir die Richtung weisen. Hätte fast geheult und ihm die Füße geküsst. Ich werde, was ich immer sein sollte. Für Trinity. Für Konstantin. Mehr kann er nicht tun? Einige dieser Leute waren seit Jahren dabei, bevor Trinity... Es geht um mehr als nur Leistung. Und was? Erst kommt eine Art Eid und dann... meinte, das finden wir bald heraus. Es ist nicht seine Entscheidung, aber er will uns beide weiterempfehlen. Und dann gibt es mehr kann er nicht tun? Hör mal, einige dieser Leute waren seit Jahren dabei, bevor Trinity sie befördert hat. Es geht um mehr als nur Leistung. Und um was? Erst. Oh, Scheiße!
Jetzt!
Und bedroht jetzt auch meinen Geist. Ich drifte ständig ab. Schwelge in Erinnerungen. Denke daran, wie Lord Croft... wie wir den Plan ändern mussten. Dass ich dachte, wir hätten versagt. Und davor... meine Anfänge mit Trinity. Geheimen Geschichten der Welt erfuhr. Er kannte, dass wir sie retten müssten. Und noch früher meine Kindheit, Konstantin und ich, als wir nur uns beide hatten. Und dann reiße ich mich los, zurück in die Gegenwart. Ich kann, was nötig war. Dieses Mal wird es nicht anders sein.
wahrscheinlich scheinbar nicht. Wenn wir überleben, werden uns ihre Schlacht verlieren. Also ein bisschen ganz bei. Nein.
geschenkt. Die große Stadt hat schon immer Wahnsinnige und Scharlatane angezogen. Wir hörten von den wundersamen Taten des Propheten, suchten ihn aber nicht auf. Doch da wir, wie seine von reiner Wahrheit erfüllten Worte durch das Konstantinsforum halten. Er behauptete, nicht für Gott zu sprechen und dass kein Mensch dies könne. Seine Weisheit war offenkundig und niemand im Forum konnte leugnen, dass er die Wahrheit sprach. Ich muss mehr über ihn erfahren. Ich muss ihm wieder zuhören. Ah, das ist das Blöde, wenn man hier direkt. Aber wer mag die Bücher denn? Ja, hier muss ich lernen. Da hätte man sich doch eigentlich festhalten können. Oder nicht? Oder doch? Es ist wirklich so weit, was? Wenn die den Atlas wirklich da drin finden, was dann? Der Atlas ist eine Karte. Er war nicht hier. Thank you.
gesehen habe. Überall krabbeln welche. Weder zu tief noch zu schnell. Vorsichtig. Vorsichtig. Wieso? Wir haben keine Zeit mehr für Vorsicht. Und ich habe auch keine Geduld mehr. Wir sind alle Commander. Ergebnis. Der Einsatz ist zu hoch. Schon alle Hände voll zu tun. Wenn sie glauben, verfolgt zu werden. So kaltblütig bist du nicht, Lara. Andererseits weiß ich, warum du noch nicht abgedrückt hast. Das ist das Einzige, das sie besser können als du. Sei still, Anna. Keine Bewegung. Du kannst.
sie! Los! Überleg dir mein Angebot, Lara, bevor es zu spät ist. Es war schon zu spät, als du meine Familie verraten hast. Irgendetwas schlachtet meine Männer da unten ab, Lara. Wenn sie ihn nicht finden, dann du auch. Croft ist auf dem Weg. Tötet sie und bringt mir den Atlas. Ist er. Das muss er sein. Gefäße. Griechisches Feuer.
Drahtzieher und die Kirche des Westens den Propheten zum Schweigen bringen wollen. Ich kann nur zuhören und die Worte des großen Mannes wiedergeben. Kein Mensch hat je die Wahrheit über Gott gesagt, da kein Mensch sie kennen kann. Das Herz eines Bauern oder Soldaten ist von heiligerer Natur als die Herzen von Fürsten und Kaisern. Wir alle werden von jenen getäuscht, die vorgeben, im Namen des Schöpfers zu sprechen. Kein Mensch spricht für ihn, da seine Stimme der Himmel, das Wasser und der Lauf der Welt ist. Und euch wird morgen der Ferien sein. Ob ihr was geplant habt, was ihr was. Auf Arbeit, ich habe dann endlich.
Billy. Schwefel. Die Statue ist instabil. Wie es aussieht, muss ich griechisches Feuer benutzen. Jetzt nur noch die restlichen Stützen. Es muss noch mehr Gefäße mit griechischem Feuer geben. Ich muss sie nur... suche ich ein Gefäß mit griechischem Feuer.
Der Kran ist intakt. Er sollte sich drehen lassen. Intakt. Sollte sich drehen lassen. Was soll denn? Ja, fällt. Der Kran ist. Er sollte sich drehen lassen. Hier gibt es noch mehr zu tun. Ich werde diesen Weg zurück. Der Kran ist intakt. Er sollte sich drehen lassen. Hier gibt es diesen Weg. Hier gibt es noch mehr zu tun. Ich werde diesen
Der Kran ist intakt. Sind beschädigt. Er sollte sich drehen. Diesen Weg zurückgehen. Es muss noch mehr Gefäße mit Griechen. Ich muss sie nur. Ist das? Sie mit griechischem Feuer geben. Ich muss sie nur finden. Jetzt zum Basislager. Und dann da. Ja. Und hier sehen wir uns dann auch.